Ahmad Mustermann Ort, 2. April 2022 Ihre Anschrift 123 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, hiermit möchte ich Sie bitten, mein Fehlen heute vom Unterricht zu verzeihen, da ich krank bin. Anbei schicke ich Ihnen eine Kopie der Krankmeldung und werde sie im Original bei Ihnen vorlegen. Mit freundlichen Grüßen Ahmad Mustermann. Martina Mustermann Ort, 2. April 2022 Ihre Anschrift 123 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Herr, Frau, Herr Mustermann, aufgrund schwerer Bauchschmerzen war es meinem Sohn Ali Mustermann am 1. Januar 2022 nicht möglich, Ihren Unterricht zu besuchen. Ich bitte Sie, dieses zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen Martina Mustermann. 1. Januar 2022. Orite Hase Ort, 2. Juni 2021 Ihre Anschrift 123 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Herr, Frau, Herr Schulz. Wegen hohen Fiebers war es meiner Tochter Leila Hase in dem Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis einschließlich 4. Mai 2021 nicht möglich, den Unterricht in der Schule zu besuchen. Ich bitte Sie, das Fehlen zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen Orite Hase. 1. Mai 2021, 4. Mai 2021. Stefanie Musterfrau Ort, 6. Juli 2022 Ihre Anschrift 123 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Frau, Mann Mustermann, mit diesem Schreiben bitte ich Sie, mich für mein Fehlen am 5. Juli 2022 zu entschuldigen. Aufgrund akuter Lustlosigkeit war es mir nicht möglich, den Unterricht zu besuchen. Mit freundlichen Grüßen Stefanie Musterfrau. 5. Juli 2022. Stefanie Musterfrau. Ort, 7. Oktober 2022 Ihre Anschrift 123 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Herr, Frau, Mann Mustermann. Aufgrund akuter Halsschmerzen war mir der Besuch des Unterrichts am 5. Oktober 2022 nicht möglich. Ich bitte Sie, mein Fehlen zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen, Stefanie Musterfrau. 5. Oktober 2022. Maria Musterfrau. Ort, 2. April 2022 Ihre Adresse 346 Telefonnummer Ihre @email.de Entschuldigung sehr geehrte Frau, Mann Mustermann. Aufgrund meiner starken Rückenschmerzen war mir die Teilnahme des Sportunterrichts am 10. Februar 2011 nicht möglich. Ich bitte Sie, mein Fehlen zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen Maria Musterfrau.
10. Februar 2011